Einen wunderschönen guten Morgen, lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, nämlich zum Samstagsvlog. Ganz, ganz unnormal eigentlich. Die letzten zwei, drei Tage waren wirklich unreal, weil ich wirklich bis abends, und es ist kein Scherz, 23 Uhr gearbeitet habe. Es ist einfach so viel zu erledigen gerade, so viel zu tun, dass ich wirklich bis zum Anschlag arbeite. Gestern war ich um kurz vor 12 zu Hause und jetzt bin ich schon wieder auf dem Weg ins Büro, weil heute sind ja ganz normale Öffnungszeiten im Doka 59. Das heißt, Kunden werden vielleicht reinschneien und mal Hallo sagen. Dann ist um 15 Uhr das Webinar für Joka Pro, wo wir uns Lightroom anschauen. Da werde ich so ein paar Lightroom Presets vorstellen und zeigen, wie ich meine Bilder bearbeite. Aber es ist so ein Basic-Ding. Also werde da nicht komplett in die Lightroom-Tiefe gehen. Das kann man vielleicht mal an anderer Stelle machen mit ein paar Tutorials, wenn euch das interessiert. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Aber warum ich eigentlich heute den Vlog mit euch starte, das hat mit etwas zu tun, was eine Premiere ist. Ja? Es ist eine Premiere für mich vor allen Dingen und es ist eine Premiere im Vlog. Und ich freue mich sehr darauf, wenn wir gleich im Joka Studio sind und ich mit euch diese Premiere verleben darf. Um mich gar nichts auszupacken. Dafür ich nehme mir Spur gerade. Ich bin so gespannt, ob das mein neues Setup wird für unterwegs. Ich bin so krass gespannt. Immer wieder haben mich ja viele gefragt, Joel, willst du dich mal ein iPad Pro holen? Joel, was ist eigentlich mit dem iPad Pro für dich? Joel, benutzt du ein iPad Pro in deiner Freizeit? Und meine Antwort war immer nein. Das lag zum einen daran, dass ich natürlich gerne Videos schneide, dass ich gerne einen Rechner dabei habe, der einfach volle Power hat, dass ich auch beim Kunden natürlich einen Rechner brauche, um irgendwelche Dinge anzuschließen. Aber wenn ich dann zum Beispiel mit dem iPad von meiner Freundin gearbeitet habe, auf der einen Seite hat es mir gefallen, aber auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, auf dem iPhone kann ich eigentlich alles machen. Wofür brauche ich ein iPad? Bei der WWDC, ihr habt gesehen, hat Apple iOS 13 vorgestellt und die Beta. Und die Beta, muss ich sagen, hat es wirklich in sich, jetzt nicht von der Performance her, aber von der Funktionalität fürs iPad. Und dieser Schritt, den Apple da gegangen ist, das Ganze sehr zu öffnen und sehr viele Funktionen bereitzustellen, allein einfach nur, dass man Festplatten anschließen kann, dass man eine Dateiverwaltung hat und so weiter, hat mich jetzt dazu gebracht zu sagen, ich werde dem iPad Pro eine Chance geben. Und ich hatte es auch damals gesagt, ich werde mir mal für den Urlaub so ein Setup holen und es dann dort einfach ausprobieren, wie ich mit meinem Daily Stuff, den ich so täglich mache, klarkomme im iPad Pro. Und deswegen geht heute das iPad Pro 12,9 mit einem Pencil, logischerweise, sonst macht es keinen Sinn, und einem Smart Keyboard für mich an den Start. Und das geht dann auch morgen mit auf die Reise. So, Feierabend. Das finde ich zum Beispiel richtig cool am neuen iPad Pro. Man kann die Rückseite schön in Silber nehmen und hat vorne trotzdem diese Black-Optik. Viele von euch, weiß ich auch bei den Joka Pros, haben das 9,7er. Ich habe mich tatsächlich gegen das 9,7er entschieden, weil ich damit, sag ich mal, wie am Laptop versuchen will zu arbeiten. Und da wäre mir das 9,7er ein bisschen zu klein. Zack, zack. Wow. So, Freunde, iPad ist eingepackt. Das muss ich noch komplett einrichten. Hier sind schon mal für HomeKit-fähige Lichtgeschichten alles da. Für den Elektriker. Lampen sind auch da, zumindest das, was wir brauchen. Also 90%. Die anderen 10% werden noch geliefert. Das heißt, wenn wir uns hier wiedersehen im Joka 59, dann gibt es hier oben Lampen. Und hoffentlich ist dann alles andere auch geklärt. Das ist das, was ich mitnehme an Technik auf die Reise. Wir sehen uns dann spätestens zum nächsten Vlog, wo wir schon auf dem Weg sind. Dementsprechend wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende. Vielen lieben Dank. Macht's gut, lieben. Ciao, ciao.
tatsächlich sagen kann, ich liebe es, auf dem iPad Pro zu arbeiten. Also ich muss wirklich sagen, ich habe da ja auch die iOS 13 Beta drauf. Ich muss sagen, es ist schon mega, mega nice. Zum einen natürlich mit der Tastatur, mit dem Folio Board von Apple. Super nice. Und auch die Möglichkeit, dass man jetzt beispielsweise in iOS 13 Fenster nebeneinander stellen kann, überlagern kann. Ich werde dazu auf dem Joker-Kanal nochmal ein extra Video machen, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber das hilft auf jeden Fall schon sehr, mit diesem Teil extrem produktiv zu sein. Also alles, was Mails angeht, alles, was in irgendeiner Weise einfache Tasks angeht, die kann man bisher wunderbar auf dem iPad Pro durchführen. Das, wo ich sagen würde, dass dieses Teil natürlich absolut ungeschlagen ist, ist ganz klar, wenn man Filme schneidet und so weiter, wie ich es mache, kommt man an einem MacBook Pro nicht vorbei. Für mich aber nach wie vor eine der größten Schwächen beim iPad Pro ist beispielsweise, und das mache ich extrem viel, aus Mails was rauszukopieren, in Safari reinzukopieren, danach zu suchen, den Link zu kopieren, woanders hinzupacken. Also dieses Kopieren, Einfügen ist ein sehr aufwendiger Prozess, wenn man am iPad Pro arbeitet. Am MacBook geht das über die Tastatur sehr viel schneller. Auch die Auswahl von beispielsweise jetzt Text oder so ist auf dem MacBook Pro natürlich deutlich einfacher als auf dem iPad. Bei dem iPad Pro muss man das immer markieren, dann lässt sich es manchmal nicht markieren. In manchen Apps kann man es nicht markieren. Dann versucht man es irgendwie anders aus einer Mail nochmal draus zu kopieren. Da verliert man einfach extrem viel Zeit beim iPad Pro, zumindest ist das mein Eindruck bis jetzt. Was den Stift angeht, muss ich sagen, ich habe mir den mitgeholt, aber ich bin nicht so der große Stifttyp. Obwohl es schon Spaß bringt, mit dem Teil zu arbeiten, habe ich es wie gesagt noch nicht benutzt, kann es dementsprechend noch nicht wirklich beurteilen. Für mich ist es eigentlich im Vergleich wichtig rauszufinden, kann ein iPad Pro mein MacBook Pro im Daily Business ersetzen? Und da würde ich sagen, bis auf diese Kopier-Hin- und Her-Kopiererei bzw. einfach Daten aus einem Programm ins andere zu kopieren und einfach schnell zu sein, würde ich sagen, ja, kann es. Vor allen Dingen natürlich mit dem neuen Betriebssystem iOS 13, was im September rauskommen wird, wird das iPad Pro immer stärker werden. Ich werde dazu auch noch, wie gesagt, jetzt mehr Videos machen. Mir geht es aber darum, nicht einfach schöne Videos zu machen und vorzustellen, wie toll das aussieht und was für tolle Funktionen da ist, sondern tatsächlich nah an der Praxis, nah an dem, wo man wirklich damit arbeitet, zu sein und sagen, es macht wirklich Sinn oder es macht eher weniger Sinn. Und da muss ich tatsächlich sagen, Moment, wenn ich wirklich schnell abarbeiten will, Mails abarbeiten will, Bestellungen, Angebote etc., dann ist das iPad Pro ein bisschen langsamer.